was da an Milliarden an Förderung reingesteckt ist. Und die ist einfach nicht wettbewerbsfähig. Das mag alles irgendwie stimmen. Die nicht bezahlten Mineralölsteuerkosten mit dem gleichen Geld an anderen Stellen viel mehr und viel besser CO2 einsparen. Hallo und herzlich willkommen zu dieser Ausgabe von Julians Wort zum Freitag. Ich bin, wie ihr seht oder hören könnt, vielleicht mal wieder mit meinem Hund unterwegs und ich bin jetzt mal hier von der Straße weg in so eine Grünanlage, weil es einfach so unfassbar laut auf dieser Straße ist, dass ich gedacht habe, das funktioniert so gar nicht mit dem Film. Bevor es losgeht, ein kurzes Wort von mir an euch. Ihr habt euch vielleicht gewundert, wir haben auch die ein oder andere Zuschrift bekommen, hey, was ist los, warum kommen von Julian so wenig neue Videos? Und er wirkt irgendwie in letzter Zeit so ein bisschen niedergeschlagen und lustlos oder wie auch immer. Ist da irgendwas? Ist irgendwas passiert? Und ich wollte einfach nur, damit da keine, keine falschen Gedanken aufkommen, einfach sagen, mir geht's an sich ganz gut. Das Problem ist, ich habe einfach in den letzten 3 Wochen meine Eltern verloren. Das war sehr hart. Insbesondere das mit meiner Mutter hat mich ein bisschen aus der Bahn geworfen. Und von daher beschäftigt mich das natürlich sehr. Und da hat man im Kopf einfach dann zum Teil andere Dinge als Elektromobilität oder erneuerbare Energien. Aber ich hoffe, dass ich mich da wieder rausarbeiten kann, die Familie unterstützt und ihr natürlich auch. Das nur irgendwie vorneweg, damit ihr nicht irgendwie denkt, das ist irgendwas los. Also danke an alle E-Mails, die wir bekommen haben und die ich vor allem von euch auch bekommen habe, aber damit ihr jetzt Bescheid wisst. So, bei dem Thema E-Mails, da sind wir gleich beim Thema. Wir kriegen wirklich echt richtig viele E-Mails von euch. Das ist super klasse. Ihr schickt uns Links zu Studien und allen möglichen wirklich spannenden Dingen, Links in Mediatheken rein. Man kommt eigentlich gar nicht hinterher. Eine Sache, die ich bekommen habe diese Tage, die hat mich dann aber doch irgendwie ein bisschen wieder mal auf die Palme gebracht und dazu diese Worte zum Freitag. Und da ging es nämlich um eine Studie, die, das war es, der Spiegel gemacht hat. In dieser Studie, in Anführungszeichen, ist dann halt rausgekommen oder soll rausgekommen sein, dass Elektroautos nicht mit 6.000 oder irgendwie 9.000 Euro gefördert werden, sondern über die Lebenszeit ja sogar mit 20.000 Euro. Und das würde ja dann bedeuten, dass die CO2-Vermeidungskosten bei über 1.000 Euro liegen. Und angesichts der Tatsache, dass eine Tonne CO2 im Emissionshandel 50 Euro kostet, sind die Kosten, um eine Tonne CO2 im Verkehr, im Pkw zu vermeiden, wenn man mit dem Elektroauto versucht, das zu machen, überhaupt nicht im Verhältnis zu dem. Und man könnte mit dem gleichen Geld an anderen Stellen viel mehr und viel besser CO2 einsparen, als wenn man Elektroautos fördert. Ja, wie kommen die Autoren auf diese irrsinnige Summe? Die rechnen einfach irgendwie alles zusammen, was sie gefunden haben. Zum Beispiel der Herstellerrabatt. Ja gut, ich weiß nicht, ob man den Herstellerrabatt da einrechnen darf oder soll, weil das ist letztlich etwas, was der Hersteller gibt. Und der Hersteller bekommt in der Regel nicht irgendwie, also teilweise schon, aber nicht in der Regel diese 3.000 Euro nicht unbedingt vom Steuerzahler. Dann nimmt man die 6.000 Euro, die der Staat im Moment für E-Mobilität gibt, plus die Mehrwertsteuer nicht zu vergessen, die der Hersteller dadurch noch geben muss. Das hatte ich eben vergessen zu erwähnen. Jetzt stehe ich hier so ein bisschen im Schatten. Ich gehe mal rückwärts, damit ihr mich überhaupt sehen könnt. Ja, dann kommt dazu die 900 Euro Wallbox-Förderung. Und dann kommt dazu natürlich auch noch über die Lebenszeit von, keine Ahnung, 200.000 Kilometern oder so, die nicht bezahlten Mineralölsteuerkosten, weil man ja kein Benzin und Diesel mehr tankt. Die würden ja dem Staat dann irgendwie auch verloren gehen. Und keine Ahnung, ob da jetzt irgendwie schon alles drin ist. Und deswegen wäre also die Subvention eines Elektroautos viel, viel höher. Und wie gesagt, so kommt man irgendwie auf diese 1.000 Euro pro Tonne CO2, die dann da sozusagen rauskommen, um die also zu vermeiden. CO2-Vermeidungskosten. So, und ich habe mir gedacht, also das mag alles irgendwie stimmen. Also Plus und Addieren, das können die bestimmt. Und da steckt natürlich auch ein gewisser wahrer Kern drin. Ja, wir fördern oder das ganze Land fördert Elektromobilität im Moment extrem. Es ist ja nicht nur die Anschaffung, die gefördert wird. Es ist auch die Infrastruktur, die Ladeinfrastruktur, die natürlich gefördert wird durch verschiedene Bundesprogramme, die da laufen, um Ladeinfrastruktur zu fördern. Es sind natürlich auch Mineralölsteuerbeträge, die bei Elektromobilität so nicht mehr bezahlt werden.
weil man halt kein Benzin und Diesel tankt, sondern weil man halt Strom lädt. Aber da steckt dann der Hase schon im Detail, denn das, was man hier einspart, muss man auf der anderen Seite ja auch wieder ausgeben. Das heißt, und das weiß jeder von euch, im Strom stecken auch zum Beispiel eine Menge Steuern drin. Das ist richtig. Drehe ich mal jetzt doch um, muss. Sonst könnt ihr mich ja gar nicht irgendwie sehen. Da stecken ja also eine Menge Steuern drin im Strom. Und aber das ist eigentlich gar nicht der eigentliche Punkt, sondern man muss einfach mal hingehen und mal eine offene Rechnung machen. Und sich mal anschauen, zwei Dinge. A, ja, es ist richtig, Elektromobilität wird sehr stark gefördert. Das ist aber auch ein riesen Umschwung. Ja? Das ist eine totale Transformation, wo wirklich sich alles irgendwie verändert. Es geht ja nicht nur um das Auto, das dann mit Strom fährt, sondern um die ganze Infrastruktur, alles, was da benötigt wird, um den Strom zu erzeugen, die Stromtrassen und so weiter. Das ist also eine riesen Transformation, die da im Moment stattfindet. Und die ist, wie das immer bei neuen Techniken ist, am Anfang einfach nicht wettbewerbsfähig gegenüber den traditionellen Techniken. Da haben sich einfach Skaleneffekte inzwischen etabliert bei der Herstellung von bestimmten Teilen für Verbrennungsmotoren, an die man halt bei den aktuellen Zahlen, wenn man zum Beispiel an Batteriezellfertigung denkt, Elektromotorfertigung denkt, was auch immer, einfach nicht rankommt. Und von daher kann die Elektromobilität im Moment einfach gar nicht mit diesen Skaleneffekten mithalten. Wir brauchen auch neue Energieerzeugung, wir brauchen Stromnetze, wir brauchen eine Digitalisierung des Stromnetzes. Das sind alles Dinge, die es im Moment nicht gibt, die wir aber brauchen, wenn wir Elektromobilität wirklich ganz groß in die Masse bringen wollen. Und das alles kostet wahnsinnig viel Geld. Richtig. Und damit das Ganze irgendwie läuft, braucht es eine Anschubfinanzierung in Form zum Beispiel von Förderungen oder Subventionen. Und das tut natürlich in den ersten Jahren wahnsinnig weh. Aber was steht denn auf der anderen Seite? Wir haben auf der anderen Seite natürlich auch eine enorme Entlastung auf Dauer unserer Umwelt, unseres Klimas vor Emissionen. Das ist ja eigentlich der Hauptgrund, warum wir das eigentlich alles machen. Und man muss natürlich nicht nur den Preis pro Tonne sehen, sondern man muss natürlich immer auch sehen, was kostet es uns denn, wenn wir das nicht tun. Jetzt kann man, wie gesagt, natürlich hingehen und sagen, ja, wir können aber CO2 viel billiger einsparen, indem wir irgendwelche anderen Sachen machen. Komplett richtig, sehe ich auch so. Mir fehlt zum Beispiel in der Debatte häufig der ganze Bereich der Effizienz. Das sehe ich irgendwie viel, viel zu wenig. Aber dann muss man auch wieder auf die andere Seite gucken. Also ihr merkt, wir gucken immer so ein bisschen hin und her, so wie ich das jetzt hier auch mache. Schauen wir uns doch einfach mal an, was an Subventionen und Förderungen, Steuererleichterungen, nennt ihr es wie ihr es wollt, in die fossile Energiewirtschaft geflossen ist in den letzten Jahrzehnten. Ja, ich nenne einfach nur mal die Steuererleichterung beim Diesel, einfach mal so. Ja? Da verzichtet der Staat jeden Tag auf Millionen an Euro, weil man irgendwie es nicht geschafft hat, diese Subvention abzuschaffen. Weil irgendwann, irgendwo mal jemand gesagt hat, ja, Diesel ist aber umweltfreundlicher und gehört deswegen subventioniert. In Wahrheit ist es natürlich eine Subvention des Fuhrgewerbes, die mit Diesel fahren. Und wir wissen heute alle, dass ein Fahrzeug mit Dieselmotor natürlich in keinster Weise irgendwie umweltfreundlicher ist als ein Fahrzeug mit Benzinmotor zum Beispiel. Ja, da ist überhaupt gar kein Unterschied. Im Gegenteil, der Diesel ist da vielleicht sogar, wenn man alles zusammenberechnet, sogar vielleicht noch schlimmer. Ja, dann haben wir weitere Förderungen. Denkt an den Kohlepfennig, denkt an die Subventionen, die gelaufen sind und die politischen Unterstützungen, zum Beispiel beim Bau der Erdgastrasse. Und man könnte das jetzt irgendwie ewig fortführen, dieses ganze Thema klimazerstörerische Subvention haben wir ja auch schon mal in einem Video behandelt. Das gleiche bei der Atomenergie, ja. Was da an Milliarden an Förderungen reingesteckt ist und immer noch reingeflossen ist, oder nimmt einfach nur die Entschädigungszahlungen für die vorzeitige Stilllegung der Atomkraft- und Kohlekraftwerke. Da schlackern einem ja nur so die Ohren, was da an Fördermitteln in den letzten Jahren reingeflossen ist und in den nächsten Jahren auch noch reinfließen wird. Denn diese ganzen vereinbarten Millionen und Milliarden, die werden ja demnächst erst fließen. Und das hätte man anders machen können. Der Drops ist da wahrscheinlich gelutscht. Mal gucken, ob die neue Bundesregierung das ein oder andere Paket da irgendwie nochmal aufschnürt und sagt, wir haben uns das dann doch nochmal anders überlegt. Kann man aus meiner Sicht eigentlich nur hoffen. Aber jetzt also hinzugehen und zu sagen, Elektromobilität, das wird also unfassbar gefördert und bringt alles nichts, ist zu kurz gesprungen, wie immer in diesem ganzen Thema, bei all diesen ganzen Diskussionen, wenn man immer nur einen Aspekt sieht und nicht das ganze
komplett in Gänze und einfach schaut, wo wollen bzw. wo müssen wir denn eigentlich hin? Und das ist eigentlich das Entscheidende, nämlich wir müssen diesen Wandel vollziehen, denn es gibt überhaupt gar keine Alternative dazu. Das hat uns ja auch der Weltklimarat um die Ohren gehauen. Ihr habt das Video vielleicht gesehen. Entweder wir machen es oder wir lassen es komplett sein. Das muss man mal so krass sagen. Das sind aus meiner Sicht die einzigen beiden Alternativen, die wir haben. Also entweder wirklich massiv in erneuerbare Energien, in nachhaltige Mobilität. Muss ich mal die Straßenseite wechseln, weil wir hier gerade an so einem Kläffer vorbeilaufen und das möchte ich euch und meinem Hund nicht zutun. So, ich denke, es ist klar geworden, was ich zum Ausdruck bringen wollte. Und an der Stelle sage ich jetzt einfach mal vielen Dank fürs Zugucken. Ich bin wie immer sehr gespannt auf eure Meinung dazu. Und dann sehen wir uns einfach beim nächsten Wort zum Freitag wieder.